Hat Albus Dumbledore jemals jemanden getötet oder jemandem geschadet? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über den beliebten Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore und gehen der Frage auf den Grund, ob und wen er umgebracht haben könnte. Der Dumbledore, den wir aus den Büchern und den Filmen kennen und lieben gelernt haben, ist ein ruhiger, kühler, sanfter und vor allem berechnender Mann. Er verfügt über mehr Weisheit, als er zu gebrauchen weiß, und er gilt weithin als der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Es scheint, als hätte Dumbledore alles im Griff, und er vermittelt uns den Eindruck, dass er schon immer alles im Griff hatte. Aber wenn wir uns nur ein wenig in Albus Dumbledores Vergangenheit zurücktrauen, finden wir schnell heraus, dass es für Albus Dumbledore nicht immer so rosig lief. Wie jeder andere musste auch Albus Dumbledore seinen Weg in der Welt finden, um letztendlich das zu erreichen, was er erreicht hat. Und auch er machte auf seinem Weg einige Fehler. Schließlich ist er auch nur ein Zauberer, genau wie alle anderen. Albus Dumbledore wurde Ende August 1881 in einer Stadt namens Godric's Hollow geboren, einer hauptsächlich von Zauberern bewohnten Stadt im Vereinigten Königreich. Im Herbst 1892, im Alter von 11 Jahren, begann Albus mit dem Besuch von Hogwarts. Als er zum ersten Mal nach Hogwarts kam, hatte er es nicht besonders leicht, denn sein Vater Percival war wegen des Angriffs auf 3 Muggelkinder nach Azkaban geschickt worden. Percival reagierte damit auf den Angriff von Muggelkindern in seiner Heimatstadt auf seine Tochter und Albus Schwester Ariana. Die Leute hatten den Eindruck, dass die Familie Dumbledore Muggel hasste, Albus eingeschlossen, und das machte sein erstes Jahr in Hogwarts sehr schwierig. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1899 kehrte Albus nach dem Tod seiner Mutter Kendra Dumbledore in seine Heimatstadt Godric's Hollow zurück, um bei seiner Familie zu sein. In dieser Zeit freundete sich Albus mit Gellert Grindelwald an, einem jungen Mann, der in sein kleines Dorf gezogen war, um bei seiner Tante Bathilda Bagshot zu leben, die eine Familienfreundin der Dumbledores und Grindelwalds Großtante war. Die beiden Jungen erkannten sofort die magischen Fähigkeiten des jeweils anderen und verstanden sich auf Anhieb. Obwohl sie sich sehr nahe stehen, treffen die beiden schließlich an einem Scheideweg aufeinander. Sie kamen an einen Punkt, an dem sich ihre Wege auf eine sehr große und intensive Weise trennen mussten. Grindelwald hatte die Absicht, die Heiligtümer des Todes zu finden und dann eine Zaubererrevolution anzuführen, die dem internationalen Statut der Geheimhaltung ein Ende setzen und die geheimnisvolle Kluft zwischen den beiden Welten, der Muggel- und der Zaubererwelt, aufbrechen würde. Diese Revolution würde eine globale Machthierarchie schaffen, die mächtigen Hexen und Zauberer an der Spitze der Nahrungskette stellen und ihnen die volle Kontrolle über Muggel und Muggelangelegenheiten geben würde. Das Überraschendste an diesem Plan ist vielleicht, dass Dumbledore voll und ganz damit einverstanden war. Was Grindelwald in die fantastischen Tierwesen als Antagonist zu erreichen versucht, ist etwas, zu dem unser geliebter Schulleiter von Hogwarts fast beigetragen hätte. Der einzige Grund, warum sich Grindelwald und Dumbledore schließlich trennten, war, dass Grindelwald den Cruciatusfluch auf Dumbledores Bruder Aberforth anwendete. Aberforth äußerte offen seine Abscheu über ihren Plan, und Grindelwald kam mit der Situation nicht sehr gut zurecht. Obwohl Dumbledore sehr eng mit Grindelwald befreundet war, wollte er seinen Bruder immer schützen. Als Aberforth von Grindelwald mit dem Cruciatusfluch belegt wurde, kam es zu einem Duell zwischen den 3 Zauberern. Albus Schwester Ariana geriet in das Kreuzfeuer und wurde getötet. Dies setzte der Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald schließlich ein Ende. War Dumbledore ein moralisch zweifelhafterer Mensch, als wir vielleicht glauben wollten? Es ist schwer zu glauben, dass der sanfte, freundliche alte Mann, der sich um die Schülerschaft von Hogwarts kümmert, einst die Kontrolle über die Muggel haben wollte. Das passt so gar nicht zu ihm, und es ist wirklich ein großer Makel in Dumbledores Akte. Dumbledore ist bekanntlich die einzige Person, die Voldemort jemals gefürchtet hat. Sogar die Todesser fürchteten ihn, und deren ganzes Wesen ist, dass sie das reine Böse sind und nichts fürchten sollen. Interessant, dass sie einen weisen, alten Zauberer fürchten, egal wie mächtig er ist. Sicherlich muss Dumbledore einen Vorteil haben. Dieser Vorteil wird uns zwar nicht direkt offenbart, aber es gibt einen Hinweis in den Heiligtümern des Todes, der darauf deutet, dass Dumbledore sogar zu einem Mord fähig sein könnte. Natürlich warst du das, sagte Harry. Natürlich, wie kannst du das fragen? Du hast nie getötet, wenn du es vermeiden konntest.
Stimmt, stimmt, sagt Dumbledore, und er war wie ein Kind, das sich beruhigen wollte. In dieser Passage offenbart Dumbledore dem Leser mit nur zwei Worten eine völlig neue Seite von sich. Und er war wie ein Kind, das Trost sucht, ist nur eine etwas andere, weniger direkte Art zu sagen, ja, Dumbledore hat es schon einmal getötet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Dumbledore getötet hat, aber nur, wenn die Umstände es wirklich erforderten. Wenn er wirklich nie getötet hätte, dann hätte er eine viel direktere Antwort gegeben. Es gibt auch einige andere, weniger direkte Abschnitte aus den Büchern und Filmen, die darauf hindeuten, dass Dumbledore zum Töten fähig wäre. Als Harry im letzten Film in die Erinnerungen blickte, um Snapes Vision zu sehen, sehen wir, wie Snape zu Dumbledore sagt, "Bitte töten Sie mich nicht." Warum sollte Snape jemals zu jemandem wie Dumbledore sagen, töten Sie mich nicht, wenn er wirklich nicht glaubte, dass Dumbledore zum Töten fähig war? Snape besuchte Hogwarts, als Dumbledore dort war, also hätte er sicherlich gewusst, was für ein Mensch Dumbledore war. Snape ist ein hochintelligenter Mann und das sagt mir, dass er in Dumbledores dunkle Seite eingeweiht war. Er wusste, dass er Dumbledore, den Potters und dem Orden des Phönix Unrecht getan hatte, indem er als Todesser arbeitete, und er flehte Dumbledore an, sein Leben zu verschonen, weil er aufrichtig um es fürchtete. Er glaubte wirklich, dass Dumbledore in der Lage war, ihn zu töten. Zu diesem Zeitpunkt war Snape natürlich ein Todesser und wie wir wissen, fürchten die Todesser Dumbledore. Mir fällt nur ein Grund ein, warum sie ihn fürchten, abgesehen von der Möglichkeit, gefangen genommen zu werden. Dieser Grund ist, dass sie befürchten, von ihm getötet zu werden. Dumbledore war der Anführer des Orden des Phönix, der Hauptgegner der Todesser. Im Krieg gibt es immer Opfer und Dumbledore ist kein Dummkopf. Er muss verstanden haben, dass das Töten manchmal notwendig war. Die einzige Möglichkeit, wie ich das anders deuten könnte, wäre, wenn Snape den menschlichen Anstand ganz und gar vergessen hätte. Vielleicht hat Snape, nachdem er so lange mit den Todessern zusammen war, vergessen, wie anständige Menschen sich verhalten können und nicht erwartet, dass jemand wie Dumbledore sein Leben verschont. Wäre ein Mitglied des Orden des Phönix Voldemort gegenübergestanden, hätte er mit Sicherheit den Tötungsfluch auf sich gezogen. Aber es gibt auch einige Argumente, warum er möglicherweise nicht ganz so tief gesunken ist. Die folgende Passage aus dem Orden des Phönix zeigt einen Austausch zwischen Dumbledore und Voldemort, der darauf hindeutet, dass Dumbledore nicht zu töten braucht, da er glaubt, dass es etwas Schlimmeres als den Tod gibt. »Du willst mich doch nicht etwa töten, Dumbledore«, rief Voldemort, und seine scharlachroten Augen verengten sich. »Du stehst über solcher Brutalität, oder?« »Wir wissen beide, dass es andere Wege gibt, einen Menschen zu vernichten, Tom«, sagte Dumbledore ruhig und schritt weiter auf Voldemort zu, als hätte er um nichts in der Welt Angst. »Nur dein Leben zu nehmen würde mich nicht befriedigen, das gebe ich zu.« »Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Dumbledore«, knurrte Voldemort. »Du irrst dich«, sagte Dumbledore. Obwohl Dumbledore hier zugibt, dass er Voldemort nicht töten will, wirkt es doch ziemlich unheimlich, dass er so selbstbewusst auf Voldemort zugeht und ruhig erklärt, dass es ihn nicht völlig zufriedenstellen würde, Voldemort einfach zu töten. Das macht das Gegenargument etwas weniger wirksam, denn obwohl er zum Ausdruck bringt, dass er Voldemort nicht töten will, klingt es fast so, als würde er etwas noch Unheimlicheres andeuten, was ihn in meinen Augen zum Töten befähigen würde. Das Hauptargument dafür, dass Dumbledore kein Mörder ist, ist die Tatsache, dass Grindelwalds Leben verschont wurde, nachdem Dumbledore ihn besiegt hatte. Grindelwald war so ungeheuer mächtig, also ist der Gedankengang hier, dass wenn Dumbledore jemanden, der so mächtig ist wie Grindelwald, besiegen konnte, ohne ihn zu töten, er nicht einmal wirklich jemanden töten musste. Mein Problem mit diesem Argument ist, dass Dumbledore eine sehr komplexe Beziehung zu Grindelwald hatte und zum Zeitpunkt seiner Niederlage wahrscheinlich noch Gefühle für ihn hegte. Ich glaube einfach nicht, dass Dumbledore ihn wirklich tot sehen wollte. Er war zwar damit einverstanden, dass er einfach in Nurmengard eingesperrt wird, aber tot sehen wollte er ihn nicht. Dumbledore hat keine persönliche Bindung zu den Todessern, daher denke ich, dass er viel eher geeignet wäre, sie zu töten. Vor allem, wenn sie das Leben derer, die er liebte oder die ihm wichtig waren, in Gefahr bringen würden. Ich glaube aber nicht, dass er jemals getötet hat, wenn er es vermeiden konnte. Was denkst du darüber? Hat Dumbledore wirklich jemals jemanden getötet oder war er nicht fähig dazu? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.